schon mitbekommen habt, kann man aus der Kleidung von Verstorbenen ein Kuscheltier nähen lassen. Die Kleidung hat man vielleicht noch zu Hause im Schrank und möchte sie nicht wegwerfen oder möchte sie auch nicht in die Altkleidersammlung geben. Man kann sich aber an uns wenden und wir nähen dann so ein Kuscheltier. Schaut mal, das ist unser Burgerkarl. Liebevoll genäht, hier mit einem Sternchen oder hinten beispielsweise mit einer kleinen Hosentasche. Da kann man einen Brief oder ein Foto noch mit reinstecken. Den Burgerkarl gibt es bei uns im Webshop. Den Link findet ihr in der Bio. Aber genug geredet, heute möchte ich euch mal zeigen, wie so ein Kattel genäht und gefertigt wird. Viel Spaß dabei! Also ich finde, es ist schon eine ehrenvolle Aufgabe und es macht mir auch echt ganz viel Spaß. Weil wenn man den Stoff so in Händen hält, wird einem schon bewusst, von wem der Stoff ist. Und da zerschneidet man den nicht einfach, sondern man überlegt sich schon, dass man den sauber zerschneidet und Teile raustrennt. Ja, beim letzten muss ich auch echt zugeben, waren mir echt Tränen in den Augen gestanden, weil das halt sehr emotional war. Weil man jetzt halt was näht, ein Andenken von einem verstorbenen Menschen, also von der Kleidung. Und das ist schon ja, eine ehrenvolle Aufgabe. Macht mir sehr viel Spaß. Schaut gut aus. Fertig. Ich freue mich.